tiefe Wunden heilen, die kraftvolle Verbindung von geistlicher Kampfführung und innerer Heilung von Charles H. Kraft. Vorwort: Innere Heilung oder Heilung auf tiefer Ebene ist ein Ausdruck, den ich eigentlich vorziehen möchte. Ist für viele Christen ein ausgesprochen verwirrendes Thema. Für diejenigen, die es gewohnt sind, für Heilung zu beten, liegt diese Verwirrung oft darin, dass ihr Gebet zwar Heilung bewirkt, diese aber nur selten so unmittelbar eintritt, wie es bei Jesus der Fall war. Wenn mehrere Treffen erforderlich sind, dann scheint es kein, in Klammern, echter Gebetsdienst gewesen zu sein, sondern eher psychologische Beratung. Wenn wir uns mit innerer Heilung beschäftigen, scheinen wir erst recht vergeblich nach dem raschen Erfolg Ausschau zu halten, den wir von der körperlichen Heilung kennen. Oft werde ich gefragt, warum eine solche Heilung nicht so wie damals bei Jesus sofort eintritt, wenn wir darum bitten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Was ich allerdings weiß, ist, dass dieses Gebet um tiefe Heilung oft die größtmögliche Befreiung bringt, die ich kenne, abgesehen von der Erlösung selbst. Das Fesseln wie Zorn, Depression, Unversöhnlichkeit und ein geringes Selbstwertgefühl zerbrochen werden, sind nur einige der Dinge, die diese Art von Gebetsdienst bewirkt. Die Veränderung, die der Heilige Geist in einem Menschen in Gang setzt, wenn er ihn von diesen Quälgeistern in seinem Inneren befreit, ist unglaublich. Es gibt aber noch zwei weitere Quellen, die Verwirrung auslösen. Das sind zum einen Christen, die radikal Stellung beziehen gegen Psychologie, und zum anderen sind dies die Fragen, von den Befürwortern der Psychologie aufgeworfen werden. Sie stellen in Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass Seelsorge von Nicht-Psychologen effektiv betrieben werden kann. Die erstgenannte Antipsychologie-Bewegung, in Anführungsstrichen, macht auf die Ähnlichkeit der Methoden, von denen einige auch bei der inneren Heilung Anwendung finden, in Klammern, aufmerksam, die sowohl von den Psychologen als auch von den Anhängern der New Age und anderer okkulter Richtungen verwendet werden. In meinem Buch Abschied vom aufgeklärten Christentum habe ich bereits darauf hingewiesen, dass Hunt und andere Kollegen zwar gut daran tun, Christen zu warnen, sich auf okkulte Dinge einzulassen, ihr Widerstand gegen christliche Psychologie und innere Heilung basiert jedoch auf falschen Voraussetzungen. Also das sind Anhänger von Leuten, die komplett gegen eine Art christliche Psychotherapie sind. Und auch warnen und meinen, das wären dann halt so die gleichen Praktiken wie in der New Age-Bewegung. Das kommt später noch. Sie gehen davon aus, dass Methoden, die der Widersacher benutzt, selbst infiziert und deshalb für Christen unannehmbar sind. Was sie dabei übersehen, ist, dass diese Methoden, auch wenn sich Anhänger des Widersachers ihrer bemächtigen, von Gott in die Schöpfung hineingelegt worden sind, damit sie für seine Zwecke benutzt werden. Das Problem ist deshalb nicht die Methode, sondern die Kraft, die hinter ihr steht. Wenn sich psychologische Einsichten und Methoden auf die Kraft des Widersachers stützen, dann ist auch der Prozess, in dem sie zur Anwendung kommen, falsch. Wenn diese Einsichten und Methoden aber von Gott bevollmächtigt werden, dann ist es auch in Ordnung, sie anzuwenden. Damit möchte ich jedoch nicht sagen, dass ich blindlings alles Billige, was von Psychologen und den Menschen, die im Dienst der inneren Heilung tätig sind, unternommen wird. Ich stehe beiden in gewisser Weise kritisch gegenüber. Auch christliche Psychologen verlassen sich oft nur auf ihre Methoden, ohne bewusst die Kraft Gottes
in Anspruch zu nehmen, die er uns zur Verfügung stellt, wenn wir Menschen dienen. Vergleiche dazu Lukas 9, Vers 1. Darüber hinaus wird bei der inneren Heilung die Vorstellungskraft manchmal bewusst in eine bestimmte Richtung gelenkt. Wer das tut, schickt Menschen auf Fantasiereisen, die von der Wahrheit eher wegführen als zu ihr hin. Diese Aspekte rechtfertigen zum Teil den Vorwurf Hans, also diesem Kritiker, dass wir durch gesteuerte Bilder für feindliche Täuschungsmanöver anfällig werden. Unwahrheit und Täuschung haben aber in der Arbeit Gottes niemals einen Platz. Nicht, weil die Psychologen psychologischen Mittel falsch wären, sondern weil sie in falscher Weise verwendet werden. Dadurch wird Menschen etwas vorgegaukelt, anstatt sie in die Wahrheit zu führen. Xiangyang Tan, ein christlicher Psychologe, vertritt in seinem Buch Lay Consoling Equipping Christians, zu Deutsch Laienseelsorge, wie Christen ausgerüstet werden, einander zu helfen, bedeutet der Titel. Eine ausgewogene Haltung. Er und Gary Collins, ein anderer christlicher Therapeut, verstehen Seelsorge vor allem als eine mitfühlende Beziehung, in der einer dem anderen zu helfen versucht, mit den Belastungen seines Lebens besser klarzukommen. Die beiden Autoren beschreiben Laienseelsorge also wie folgt: Berater, die sich damit beschäftigen, Menschen zu helfen, mit ihren persönlichen Problemen besser zurechtzukommen, auch wenn sie nicht im gleichen Maße trainiert, ausgebildet oder erfahren sind wie Therapeuten und keine entsprechenden Zeugnisse vorweisen können. Zitat Ende. Tan, Collins und einige andere Psychologen stellen fest, dass die emotionale Zerrüttung in unserer Welt in einem Ausmaß zunimmt, dass es nicht mehr von ausgebildeten Therapeuten alleine aufgefangen werden kann. Sie sehen daher einen gewaltigen Bedarf an nicht professionellen Helfern, die sich daran beteiligen, Menschen auf der Ebene der Gefühle zu helfen, sich wieder zurechtzufinden. Als Fürsprecher der Laienseelsorge und als Christ argumentiert Tan, dass es für das Engagement von Christen auch eine biblische Grundlage gebe. Heilung auf einer tiefen Ebene ist eine Form der Laienseelsorge, die von Tan sowie anderen christlichen Psychologen anerkannt und geschätzt wird, obwohl wir, die wir in diesem Buch der Seelsorge tätig sind, eher selten eine hochqualifizierte psychologische Ausbildung genossen haben, holen wir uns bei der Psychologie so viel Hilfe, wie wir bekommen können. Wir wollen aber auch mit der Kraft Gottes arbeiten, weil wir glauben, dass es ideal ist, die besten Methoden und Techniken, die von Menschen entwickelt wurden, mit der Kraft Gottes und seiner Vollmacht zu kombinieren, wenn wir uns um tief sitzende seelische Probleme anderer kümmern. Sehr guter Ansatz, finde ich persönlich. Das ist die Arbeitsgrundlage dieses Buches. Wir leben in einer emotional geschädigten und schädigenden Welt. Und ein rationalistisches Christentum vergrößert diesen Schaden oft noch. Das Gleiche gilt auch für säkulare Beratungsmethoden, egal ob diese von Nichtchristen oder Christen verwendet werden. In unseren Kirchen erkennen zwar viele das Ausmaß der seelischen Schädigungen oder sind sogar selbst davon betroffen, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Heutzutage scheinen Christen nur mehr wenig davon zu verstehen, wie sie das tun können, wozu der Vater Jesus gesandt hat. Vergleiche dazu Johannes 20, 21. Und wie sie mit ihm zusammenwirken können, um Gefangene in die Freiheit zu führen. Lukas 4, 18. Es genügt nicht, so wie es von der Antipsychologie-Liga behauptet wird, die Menschen nur zur Umkehr zu führen und ihnen einige Bibelverse für ihre Lebensprobleme mit auf den Weg zu geben, damit sie die Freiheit erleben, die Jesus ihnen versprochen hat. Viele Kinder Gottes scheinen in der Tat ein Leben zu führen, das dem von Gefangenen gleicht, die der Widersacher immer noch nicht freigegeben hat. Hinter den Kulissen ist der Feind nach meiner Ansicht eifrig damit beschäftigt, uns entweder unwissend zu halten
oder uns miteinander in Streitgespräche darüber zu verwickeln, wie wir Menschen Heilung bringen können. Hey, das ist gut. Nochmal. Hinter den Kulissen ist der Feind nach meiner Ansicht eifrig damit beschäftigt, uns entweder unwissend zu halten oder uns miteinander in Streitgespräche darüber zu verwickeln, wie wir Menschen Heilung bringen können. Das vorliegende Buch will Fähigkeiten ausbauen, sodass die mithelfen können, Gefangene in die Freiheit zu führen. Er versucht dabei biblisch ausgewogen und verständlich zu sein und basiert auf mehr als einem Jahrzehnt sowohl meiner eigenen Erfahrung als auch denen einiger meiner Mitarbeiter. Diesen Mitarbeitern möchte ich für ihre Hilfe danken.